Einen schönen Donnerstagabend und herzlich willkommen zu Stage at Seven, heute mit der HR Big Band und Porgy and Bess. Mein Name ist Bianca Schwarz und ich darf Sie jetzt mitnehmen in die Catfish Row. Das ist die afroamerikanische Siedlung, in der George Gershwin sein großes Liebesdrama Porgy and Bess angesiedelt hat. Diese Oper ist noch keine 100 Jahre alt, aber sie ist in der Zwischenzeit von so vielen Künstlern so oft neu interpretiert worden, auch in ganz verschiedenen Stilrichtungen. Das ist ein bisschen überraschend, wenn man bedenkt, dass das Ding bei seiner Premiere nicht richtig erfolgreich war. 1935, der Broadway in New York, war jetzt auch kein Riesenflop, aber nach 124 Aufführungen ist Porgy und Bess abgesetzt worden mit Verlust. Und dass es heute zu so einem Klassiker geworden ist und dass es so viele Standards auch geliefert hat für die Musik, das ist besonders tragisch, weil George Gershwin diesen großen Erfolg nicht mehr miterlebt hat. 35, die Premiere. 2 Jahre später ist George Gershwin gestorben. Da war er noch ganz jung, 38 Jahre alt. Und es war auch sehr überraschend. Ein Hirntumor war schuld an seinem Tod. Es hat dann gedauert bis 1952. Und erst dann hat Porgy und Bess wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und das lag daran, dass da die erste große schwarze Operndiva auf der Bühne stand. Leontine Price. Sie ist getourt mit Porgy und Bess durch die ganze Welt. Das war der eine Grund. Der andere Grund, die Hollywood-Verfilmung, ebenfalls aus den 50ern, mit den ersten großen afroamerikanischen Stars wie Sidney Poitier, Sammy Davis Jr., Pearl Bailey oder Dorothy Dandridge. In den 50ern wurde auch die US-Bürgerrechtsbewegung immer lauter. Und da musste Porgy und Bess übrigens ziemlich viel Kritik einstecken. Sowohl die Oper als auch dieser Film, der Vorwurf, das Rumreiten auf Rassenstereotypen. Naja, ebenfalls in den 50ern hat die Opernmusik dann den Sprung zum Jazz hingelegt und das lag mit Sicherheit am Trompeter Miles Davis. Der hat in den 50ern zusammen mit dem legendären Arrangeur Gil Evans eine Jazz-Variante von Porgy und Bess veröffentlicht. Nicht die erste, nicht die einzige, aber mit Sicherheit die bekannteste. Unsere HR Big Band, die spielt heute Porgy und Bess im Arrangement von unserem Dirigenten Jörg-Achim Keller. Er hat es bearbeitet für Tenorsaxophon und Jazzorchester und es wird gespielt von Tony Lakatosch am Tenorsaxophon. Der erste Teil, It Ain't Necessarily So, Here Comes the Honeyman und A Woman is a Sometime Thing. Also, viel Vergnügen mit Tony Lakatosch, der HR Big Band und Porgy und Bess im Arrangement von und unter der Leitung von Jörg-Achim Keller. Thank you.
Thank you.
Die HR Big Band spielt Porgy and Bess von George Gershwin und zwar in einer Bearbeitung für Tenor, Saxophon und für Jazzorchester von unserem Dirigenten Jörg-Achim Keller. Tourdi Lakatos spielt das Tenorsaxophon heute Abend und mit ihm darf ich jetzt noch ein bisschen quatschen. Tourdi, was mich wirklich sehr interessieren würde, also spätestens mit dieser Bearbeitung von Miles Davis Ende der 50er, wurde Porgy und Bess ja wirklich zu so einem Jazz-Klassiker, so ein richtiger Standard. Wieso eigentlich? Also was steckt dann aus Ihrer Sicht in dieser Musik drin, dass das so ein Dauerbrenner geworden ist? Ich glaube, weil jeder einzelne Stück von dieser Oper ist ein Hit geworden damals und auch immer noch. Und das sind einfach unglaubliche Stücke, was auch Jazzmusiker sehr gerne spielen wegen der Akkordfolgen. Es wird sehr gerne benutzt zum Improvisieren und einfach unglaubliche Melodien. Ja, das stimmt. Die Komposition, die Sie jetzt heute Abend spielen, die wurden 2005 geschrieben, eigentlich für Michael Brecker, der sie nie aufnehmen konnte. Das ist so eine tragische Geschichte. Ja, es ist leider ist er sehr früh gestorben. Und Jörg-Achim hat für ihn geschrieben, dieses Werk. Und wir haben alle gefreut, dass er das aufnimmt. Auf sein Spiel gefreut natürlich. Und der kam nie dazu, leider. Er ist sehr früh, sehr jung gestorben. Und das ist eine tragische Geschichte, aber tatsächlich. Hat das jetzt für Sie auch nochmal eine andere Bedeutung, das spielen zu können? Natürlich. Das ist ein Druck für mich sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das steht auf jeder einzelnen Seite Name Michael Brecker. Und das macht die Sache nicht einfacher. Auf jeden Fall. Wir werden jetzt im zweiten Teil noch 4 Songs hören insgesamt, in denen Sie Soli spielen. Und zwar Summertime, My Man's Gone Now, What Do You Want With Bess und Bess, You Is My Woman. Und Sie hatten mir verraten, My Man's Gone Now ist der Titel, auf den Sie eigentlich am liebsten spielen. Eine davon auf jeden Fall, weil das eine schöne Ballade ist. Und ich finde, bei diesem Zusammenhang der Balladen sind ganz besonders schön. Bin ich jetzt gespannt auf den zweiten Teil und ich schätze Ihre Bescheidenheit. Sie gelten immerhin als einer der besten Saxophonisten Europas. Das ist doch auch mal schön an der Stelle, wenn Sie sagen, hier Michael Brecker muss noch mal erwähnt werden. Ja, er war sogar Weltbeste. Dann verstehe ich jetzt auch den gesunden Respekt, den Sie haben. Vielen Dank. Also Tourdi Lakatos weiter am Tenorsaxophon und die HR Big Band spielt unter Jörg-Achim Keller, Porgy und Bess, Teil 2. Thank you.
Thank you.
Ich musste mich gerade nach jedem Titel so zusammenreißen, um euch nicht zu applaudieren. Also jetzt darf ich. Großes Kino, Jungs. Die HR Big Band spielte George Gershwins Porgy and Bess in einer Bearbeitung für Tenorsaxophon und Jazzorchester von unserem Dirigenten Jörg-Achim Keller und mit Tonin Lakatosch am Saxophon. Morgen wird bei Stage at Seven tatsächlich alles ein bisschen anders sein als bisher. Wir begrüßen Sie morgen nicht aus unserem HR-Sendesaal, sondern aus dem Rheingau. Der Grund: traditionell eröffnet ja unser HR-Sinfonieorchester das Rheingau-Musikfestival. In diesem Jahr fällt es aus, aber im Rahmen von Stage at Seven spielen wir morgen ein Benefizkonzert für die gemeinnützige Stiftung vom Rheingau Musikfestival. Und das streamen wir dann auch wieder live ab 19 Uhr mit der Geigerin Lisa Batjaschwili als Solistin des Abends. Sie ist eigentlich eingeladen gewesen als Artist in Residence in diesem Jahr. Die Infos, wie Sie freischaffende Musiker unterstützen können, wie Sie auch die Stiftung des Rheingau Musikfestivals unterstützen können, die finden Sie auf den Seiten von unseren Klangkörpern. Und wir bedanken uns, dass Sie heute Abend dabei gewesen sind bei Stage at Seven mit der HR Big Band. Haben Sie noch einen entspannten Abend.